Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET mit dem guten Biber Wutzmann. Hallo. Wir haben uns jetzt hier noch mit Rezepten gerade die Kante gegeben und haben das hier einfach noch ein bisschen schick gemacht. Ja. Und einen kleinen Punkt hat man eigentlich noch vor. Und zwar wollten wir noch ein bisschen uns um das Thema Vorratshaltung kümmern. Wir haben uns das Ganze mit Computercraft angeschaut und haben da mal ein kleines Problem gesehen. Wenn man ein Crafting-Rezept anstartet und dann den Status des Crafting-Rezeptes nicht abfragen kann, was im Moment anscheinend nicht geht, zumindest haben wir keine Möglichkeit gefunden, dann haben wir ein Problem. Dann kann es passieren, dass er, wenn er nach einer Minute nochmal nachschaut, oh, es ist immer noch zu wenig da, dann macht er noch einen Auftrag, noch einen Auftrag, noch einen Auftrag, noch einen Auftrag und das AI-System ist dicht. Die wollen wir nicht. Nee. Deswegen haben wir da so eine kleine andere Idee und die stellt euch mal der Putze jetzt vor. Wir nehmen wir mal direkt zwei Interface mit. Klingt. Also gerade da sind. Genau. Dann brauchen wir noch Export Bus. Die Precision. Nehmen wir auch 8 Stück, haben wir nicht. Und Level Emitter. Ja, die werden schon. Warte. Ich sehe es gerade. Ah, sehr schön. Läuft. So, die Express. Du kannst ja schon mal aussuchen, was wir produzieren wollen. Nehmen wir mal die. Wie viel möchtest du denn? Die üblichen Kandidaten hätte ich gesagt: Iron. Ja, ich habe erstmal 8 gemacht. Copper. Dann jetzt hier so. Tin. Dann. Oh ja, ein paar böse Kandidaten. Iron, Copper, Tin. Dann nehmen wir noch als letzten Kandidaten hier mal Gold mit dazu, so als Standardware, sag ich mal. Und dann nehmen wir uns als böse Kandidaten Stainless Steel Ingots. Dann Steel selber. Können wir das überhaupt herstellen? Ich bin gerade selber überfragt. Steel. Wir werden sehen. Jo, können wir. Können wir. Einfach und sagen, wenn wir es nicht. Steel Ingots. Dann. Was haben wir denn noch so komische Rezepte, was ewig dauert da drüben? Hier können wir auch mal 4 drum stellen. Mhm. Auch wieder mit den Retrievern, wie hier drüben machen. Steel, Stainless Steel, Chrome Ingot. Wie lange braucht denn der? Ja, das müssen wir noch anpassen übrigens, das Chrome. Oh ja, stimmt. Ich habe jetzt erstmal 6 Kandidaten. Ach, weißt du was? Nehmen wir noch Copper-Cable. Copper-Cable. Nehmen wir uns einfach mal ein paar mit. Und Iron Plates. Die brauchen wir auch häufig. Genau. Und dann vielleicht noch Tinplates? Ah. Ne, die brauchen wir nicht so häufig. Ach, will. Kommt nicht schon irgendwann vorher. Ja, genau. Also ich sag mal, das, was wir jetzt auf der Hand haben, das reicht erstmal. So. Bei hier an. So. Jetzt ein Precision. Das ist ja was Komisches. Jetzt ist es wieder richtig. Mhm. Da noch eine. Das sieht ja nach einem spannenden Aufbau aus, den du da gerade vorhast. Ganz spannend. Mhm. Oh, da und da. So. Nee, der rechts unten stimmt nicht. Jetzt stimmt er. Hm, merkwürdiges Symbol. Ach. Ja, okay. Mach mal Kamera. Jetzt die Dinge rein und gut ist.
Okay, also hier oben, sagen wir mal, Kupferkabel. Haben wir ein Levels A below, hätte ich gesagt, nicht? Ja. Das sind da überhaupt reingepackt. Kupferkabel, okay. Und dann kommen hier Kupferkabel rein. Dann also du musst jetzt noch auf Craft stellen. Habe ich doch always schon. Craft Items. Ach, always Craft, okay. Dann nehmen wir hier die und, Eisenplatten. Active with Signal. Below. Da können wir ein bisschen mehr machen. Und hier Active with Signal. Always Craft Items. Okay. Das war du das. Du hast da keine Item Plates reingepackt. Iron Plate reingepackt. Oh, da fehlt sie. Genau. Dann kommt hier Stahl. Habe ich den auch eingestellt? Emit when levels are below. Emit when levels are below. Emit when levels are below. So, dann kommt hier noch Stahl. Da habe ich die Menge schon eingestellt. 128. Sieht gut aus. So, und dann haben wir hier noch Stainless Steel. Da haben wir auch 128. Und hier auch Always Craft. Always Craft. Haben wir. Rechts müsste stimmen. Iron Wonderful. Man. 24 below Iron Ingot Active with Signal Always Craft, habe ich die auch so eingestellt? Nein. Active with Signal passt. Passt. Stellen wir erstmal. Das passt. Den da. Den da. Und den da. So. Der passt zu dem. Das war Iron. Dann machen wir Kupfer. Machen wir es uns einfacher. 1024. Kupfer. Habe ich da Kupfer rein? Ja. Und Always Craft. Always Craft. Always Craft. Always Craft. Gut. Das war Kupfer. Dann kommt hier Zinn. Zinn machen wir auch 1024. Das sind wir gar nicht so. Und dann sagen wir hier Zinn. Und dann kommt hier der letzte. Gold. Da brauchen wir nicht ganz so viel. Reichen 256. Below. Haben wir kein Zinn? Achso, ja, das ist noch gar nicht angeschlossen. Genau. Ich wollte schon sagen, wieso brennt das alles? Weil es noch nicht angeschlossen ist. Yep. Fertig. Und es dürften gleich eigentlich alle ausgehen, theoretisch. Außer der hier. Die Kupferkabel, das passt. Ach so, okay, Moment, wir müssen das noch verbinden. Das, was hier an ist, sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Aber wir haben doch Kupfer im System, Tin im System, oder? 1024. Ja, wir müssen das so noch verbinden. Okay.
sieht ja reichlich komisch aus. Aber gut. Bisschen. Dass die zwei noch an sind, ist ja eigentlich in Ordnung. Denn Kupferkabel haben wir nicht so viel. Und Eisenplatten 256 könnte auch noch nicht verfügbar sein. Bei Stainless Steel hätte ich jetzt echt gedacht, dass man... Naja, 128 Stainless Steel. Und 128 Stahl. Wie sieht's denn aus da unten? Ja, der craftet gerade Kabel. Stainless Steel. Ja, Stainless Steel, ja, wird Stainless auch eine Zeit lang macht er gerade. Ja, aber mal dieses Kack. Und Eisenplatten. Kabel müsst ihr jetzt haben. Kupferkabel, 128 Stück, sehr schön. Stainless Steel ist ja gerade drüber gewesen. Iron Plates, die werden ja hier. Da sind wir gerade bei 21. Aber der produziert immer nur eins auf einmal. Vielleicht auch umstellen, dass der irgendwie bei 8 oder so macht. 8 zu 8, weil sonst schmeißt er da immer nur eins rein. Ich weiß zwar nicht warum, weil bei manchen schmeißt er viele rein. Ach, der craftet wahrscheinlich eins nach dem anderen, oder? Der craftet ja nie zwei. Gehe ich davon aus. Ja, dann sollten wir das vielleicht doch auf 8 umstellen oder so. Vom Prinzip her für die Lagerhaltung ist das doch wurscht, hätte ich gesagt. Ja, aber jetzt benutzt er das eins nach dem anderen. Ja. Wird dann halt 8 und wird dann, oder nach 6, dann schmeißt er hier 6 rein. Dann wäre das schon. Aber jetzt der eine Maschine nach dem anderen. 8 reinschmeißen würden. 6. 6, wenn dann. Wobei ich sage. Dann die halt in die 6 rein. Es kann ja sein, dass er mehrere Sachen gleichzeitig anfordert. Dann wäre die Anzahl der Öfen oder beziehungsweise der Extruder hier ja gar nicht so verkehrt. Außerdem, so wird es erstmal nur eine Maschine belastet, denn wir können nebenbei noch arbeiten. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Gut. Wenn es länger dauert, dann ist es egal, weil bei der Lagerhaltung hocken wir meistens nicht daneben und schauen ihr zu, hätte ich gesagt. Wie du willst. Ja. Okay. Der Aufbau oben sieht natürlich reichlich komplex aus, das ist klar. Der ist auch ein bisschen kompliziert. Wir schauen, vielleicht kriegen wir noch irgendwas mit Computercraft hin. Wir sind ein bisschen genau, im Zweifel. Wir haben uns da was überlegt, aber ob das funktioniert. Ja, das ist ein bisschen größerer Aufwand. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob wir das auch tatsächlich so machen wollen, tun sollen. Tja, überlegen wir uns noch. Ist auf jeden Fall noch im Rahmen des Möglichen. Lassen wir mal noch offen den Punkt. Wie gesagt, weil das Hauptproblem dabei ist einfach, dass wir machen wir es einfach mal ME is peripheral.wrap left. Und wenn wir jetzt ME.list methods machen, richtig tippen auch noch. No. Tippen ist ja nicht mehr mein Ding. Haben wir zwar ganz viele Möglichkeiten, aber leider haben wir keine Möglichkeit zu sehen, ob er was gerade baut. Es ist blöd. Und deswegen ist es ein bisschen gefährlich, wenn wir jetzt dann sagen, produziere 64 Platten und dann bleibt es irgendwo hängen und schmeißt er nochmal 64 Platten an und dann baut sich das hier auf, Stück für Stück. Ist nicht das Gelbe vom Ei. Ob natürlich der Aufbau, den wir oben gerade eben gemacht haben, das Gelbe vom Eis, ist eine andere Frage. Das wird jetzt getestet. Genau. Wir probieren beides auf jeden Fall mal aus. So. Und dann haben wir aber noch einen Punkt. Hey, was ist das für eine coole Sonnenbrille hier? Nachdem Trivolo unsere Anzüge kaputt gemacht hat, habe ich den... Hast du ihn ausgezogen und hier an die Wand genagelt, oder wie? Genau, nein, das ist der Geister-Suit von IC2. Quantum Suite.
Naja. Und ja, aber ich komme mit der nicht so richtig klar. Da habe ich mir wieder meine Force Boots und sowas gemacht. Ja, kann ich verstehen. Einen Punkt haben wir aber noch offen. Und zwar, wir hatten jetzt schon seit langem überlegt, ob wir es tun oder nicht tun. Wireless. Ein Wireless-Zugriff auf unser Netzwerk. Naja, dann schauen wir halt mal, was wir dafür brauchen. Also wir brauchen erstmal einen Wireless-Access-Point. Wireless-Access-Point. Dazu brauchen wir einen Wireless-Receiver. Dazu brauchen wir einen FluxPerl. Ja, was ist denn das jetzt hier wieder? Was fehlt denn da? Flux Crystal und Flux Dust. Okay. Flux Crystal mach mal 10 und Flux Dust mach mal 10. Die werden irgendwann mal verbraten werden. Interessiert gerade nicht so. So, hier, zack, eine Flux Pearl. Und dann halt, was war das in der Mitte? Ein Stick, ganz einfach ein Stick. Wir haben keinen Stick bei uns im System. Müssen wir auf die Vorratshaltung packen. Ich kann doch nicht meinen Schlagstock hier aus meinem Inventar rausnehmen. Nee, sowas gibt's nicht. So, Wireless Receiver. Dann haben wir hier noch MI. Ja, alles da. So, der Wireless Access Point. Zu dem Wireless Access Point brauchen wir natürlich noch Wireless Access Terminals. Ach du meine Güte, das ist eine Energy Cell. 1 Flux Crystal, fällt dann schon wieder Flux Crystal. Weißt du was, das ist mir jetzt zu dämlich. Flux Crystal, mach mal 64. So. Nein, du nicht, du. Hier, hier. So. 2 Energy Cells, die haben wir jetzt drin. Dann brauchen wir noch ein Access Terminal. Dazu brauchen wir noch den Conversion. Er baut natürlich hier wieder am AE-Netzwerk rum, ne? Wenn ich hier im AE-Netzwerk was mache, dann baut er hier rum und ich sehe gar nichts mehr. Ja, das haben wir wieder gern. Braucht er wieder eine halbe Stunde, bis er wieder alle seine Items findet. Einmal auf Refresh drücken oder so, damit der. Ja, oder mir eben auch. Er hat es geschafft. So, 2x Conversion Matrix. Das ist ja ein bisschen was Komplizierteres für ihn. Da braucht er ein paar Basic-Prozessoren und ein bisschen anderen Kram. Erste haben wir fertig. 2 haben wir sogar. 1, 2. So, dann sollten wir eigentlich alles dafür haben. Nein? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn mein Wireless Receiver hin? Wo ist der Wireless Receiver? Der ist weg. Was soll denn das? Brauchtest du den vielleicht, um irgendwas zu craften? Bin jetzt gerade am Überlegen. Ah, ja, du hast recht. Ich brauche das da hier. 2x. Das ist wieder Flux Dust. Ich sollte nicht immer so zaghaft mit unserem Material umgehen. So. Jetzt aber. Ja. Richtig machen, da geht's auch. So. Eine Flux Pearl, 2 Flux Pearl. Und jetzt können wir uns den da basteln. 1, 2. Und dann können wir uns den hier basteln. 1, 2. So. Den hätte ich gesagt, packen wir unten mit hin, oder? Ja, ich glaube, wir brauchen mehrere, aber ich weiß nicht, wie groß die Reichweite davon ist. Hier pack den erstmal einen in die Mitte. Wir können vom Prinzip her nur einen Access Point hinsetzen, weil wir doch mit dem du hast recht. Wir packen den ja quasi am Controller, ne? Am Controller kommt das Teil rein. Ja. Linked. Bitteschön. Ja. Einmal für dich. Oh, der muss mit
Einmal die geladen werden. Der muss geladen werden, genau. No Power. Oh Mann, wo stecke ich den rein? Auch da einfach stinknormale? Einfach Strom. Strom. So. Geladen. Ah, ist ja einfach. So. Jetzt können wir darauf zugreifen, wenn wir direkt daneben stehen. Naja, das hätten wir uns ja dann eigentlich auch sparen können, ne? Wenn wir jetzt ein paar Schritte weiter weggehen, geht auch noch. Wenn wir jetzt hier an die Ecke gehen, geht es auch noch. Und bei dir in der Ecke? Auch noch. Wir mussten so ein bisschen runtergehen, glaube ich. Okay. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Hier unten funktioniert es auch. Verdammt. Okay. Es ist ja gut so. Hier funktioniert es nicht mehr. Hier geht es noch. Hier geht's auch noch. Also die Reichweite ist gar nicht so schlecht, hätte ich gesagt. Ja, hier unten wird es schon, also hier, wo ich stand, weg. Hier geht noch. Ah, hier geht's nicht mehr. Ja, also so schlecht ist die Reichweite eigentlich gar nicht. Genau. Aber da gibt es natürlich noch eine Möglichkeit. Da werden wir uns jetzt einfach mal ein paar von den Dingern craften. Und was wir noch ausprobieren ist, wir werden einfach nochmal. Ha. Wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, wenn sie aufgehen würde. Jetzt geht's auf. Wir könnten natürlich im Nordwesten an die letzten Tanks nochmal so einen Access Point hinsetzen. Im Südwesten und im Osten. Damit würden wir die Reichweite ja nochmal deutlich erhöhen. Aha. Weil an den Tanks haben wir ja sowieso Saft. Also MI-Kabel meine ich, ne? Dann ich hab ja. Ja, pack einfach ein paar hin, ne? Ja, machen wir nochmal 3 Stück, hätte ich gesagt. Jetzt haben wir da keine Sticks mehr, aber egal. Ach, komm. Ich bin echt zu zaghaft mit unserem Material. Das kann nicht sein. So, wie viel haben wir jetzt? Wireless. Wireless 2. Noch ein. 3 habe ich gesagt. Und dann. Wir haben doch auch noch diesen Wireless Upgrades, oder? Das ist noch Plan B. Okay. Ja, die kann man zusätzlich noch einpacken. Genau. Booster. Ach, die sind so spottbillig. So. 1, 2. 3. Pack mal ein Rezept rein. Jo. Ich pack mal die 3 Stück dahin, wo ich sie bei Iron, Certus Quad und Redstone da. So. Karte. Da bin ich schon ganz richtig in die Richtung. Gehen wir durch die Tür. Da haben wir Kabel. Der Ort ist doch wie geschaffen dafür. Lass mal da noch einen Access Point hinpacken. So. Und jetzt schauen wir mal. Welche Ecke? Ich bin momentan Südwest. Ah ja, ich bin hinter dir. Da geht's. Da geht's nicht mehr. Nein. Nein. Also ich würde sagen, da packen wir noch ein paar Booster rein. Gibt, die kannst du jetzt von deinem Dingens craften. Aha, die heißen doch Booster, ne? Genau. Booster, Wireless Booster, ja. Wie viel Kampf konnte man da reinstecken? Weiß ich gar nicht mehr. Ich mache einfach mal 10. Weg. So. Zu hoch. Ja, du musst genau drunter stehen. So, kann man noch ein Türmchen bauen. 10 Stück gehen rein. Na gut. Nur 10? Ich habe erst mal 10 gebaut. Ich guck mal. Nein, geht noch nicht. Wir kommen noch nicht. 16. Oh, schau mal, bis hierhin kommen wir schon mal. Du kannst 16 mehr reinpacken. Plus 32 Blocks.
Da geht's noch. Also viel fehlt ja nicht mehr. Ich glaube, wir legen noch ein bisschen ME-Kabel. Ja? Ja, 16 können wir ja noch reinmachen. 6 Stück? Na gut. Bauen wir nochmal 6 Stück. So, Booster. Aber die bringen, glaube ich, auch nicht so viel. Und Booster 2 Blocks. Gut, aber wir können ja in die Zwischenetagen noch welche reinpacken. Räume brauchen. Das passt schon. Ah, hier geht's also bis zum Loch kommen wir nicht ganz, aber knapp vor dem Loch. Ist doch schon mal ideal hier. Schau dir das mal an, wie weit wir damit kommen. Cool. Außerdem könnten wir das vielleicht noch mal ein bisschen optimieren, was die Reichweite anbelangt. Indem wir die Dinge einfach mal ein bisschen versetzen. Aber ich setze jetzt erstmal die anderen noch. So, der war hier in etwa. Bin ich hier richtig? Ja. Da können wir sogar noch ein bisschen weitergehen. Ha, machen wir es doch gleich so. Zack. Dann packen wir hier noch ein paar Booster rein. 16 Stück. Und dann bin ich mal gespannt auf unseren Stromverbrauch von unserem AI-Netzwerk. Haben wir doch den Strom. Ah, nicht ganz bis ins letzte Eck. Ah, aber fast. Also das sind 2-3 Blöcke bis zum letzten Eck hier. Ah, da sollten wir uns nicht beschweren können. Wir sind gerade bei 400 EU pro Tick. 400? Das ist aber schon eine Menge. Was da alles dran hängt. Ja, eine alte Frau muss lang dafür stricken, das weißt du, ne? Lass mal Generator. Und ich. Ich habe heute das Video von Tribolo gesehen. Und der seine Einnetz keinen Strom mehr hatte. Ja, passiert. Okay. Ja. Musste der Kabel recyceln. So, also. Das hier aber auch. Wenn der Strom weg ist, kommen wir ja nichts mehr dran. Ja, ist so. Aber dafür hast du ja eine ASU noch extra drunter geklemmt, ne? Das hat ja schon. Ja, die sollte ein bisschen halten. Die Frage ist natürlich, wie lange? Ja, wir können ja einen Haulo-Alarm dran machen, wenn die unter 95% fällt, dann liegt's. Bitte Töne. Ja, wäre eine Variante. Der Alarm los. Läuft das Ding überhaupt? Ja, läuft. Wie sieht es denn mit unserem Bestand an Plasma überhaupt aus? Schauen wir mal. Dein sieht gut aus. 6 Kilo Buckets an Heliumplasma. Moment, 6 Kilo Buckets Heliumplasma. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Heliumplasma. 6 Kilo Buckets. Oh, das müsste gleich auch rausgehen. Mal 4 Millionen EU. Okay, das hält eine Zeit. Haben wir energietechnisch, glaube ich, kaum noch ein Problem in nächster Zeit. Oder? Nein. Denke nicht. Nein. Also, kriegen wir. Schauen wir nochmal, ob hier unser. Das ist anscheinend schon. Bist du tatsächlich mit dem Stainless Steel schon fertig? Okay. Alles klar. Das war ja einfach. Das wäre zu einfach. Okay. Die flackert. Schauen wir uns nochmal ganz kurz den Energieverbrauch an. Dass ihr den auch gesehen habt. Weil die Fragen tauchen immer wieder auf. 4000 EU pro Tick. Was? Stored. Ich wollte dich ein bisschen veralbern. Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses Plus eigentlich bei der Energy Use?
Komm mal mit. So war es, dass hier unser zusätzliches AE-Netzwerk hier unten. Ach so, hier. Okay. Hier. Das ist ja extra. Mhm. Und das ist hier unten. Moment. Da hier, unten. Hier. Okay. Jetzt. Hier über dieses Power Relay. Ah. Und dann das Interface. Der Controller. Okay. Das gibt halt Strom weiter. Mhm. Und dann brauche ich das nicht extra mit Strom zu versorgen. Das sind diese Plus, die du da siehst. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, ne? Nicht extra mit Strom zu versorgen. Das sagt der neben dem Fusionsreaktor. Okay. Ja, ich konnte hier so ein Interface bauen oder einen Generator, da habe ich gerade. Ja, okay. Relay, das ist wesentlich günstiger. Okay. Gut, wir haben oben ja auch genügend Strom. Lassen wir es mal einfach mal so dahin. Außerdem liegen hier die Kabel nebeneinander. Genau. Ah ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ist in Ordnung. Lassen wir es einfach mal so, ne? Also, aber an dieser Stelle müssen wir tatsächlich mal wieder stoppen, denn wir haben unsere Zeit mal wieder überschritten. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh.